Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 64, euer Sekuso. Ja, im letzten Part haben wir soweit den fünften Kurs abgeschlossen, außer einen Stern, den wir dadurch wir den blauen Ausrufezeichenblock noch nicht freigeschaltet haben, nicht weitermachen können und können nun... Ja, nun... die erste große Sterntür öffnen. Peach! Auf zu Peach! Was? Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du sollst öfter auf deine ulkigen Füße schauen. So, hier könnten wir uns einmal grün aktivieren, aber man kann auch ohne der grüne Block ist eigentlich nur dafür da, um zu vereinfachen der ersten roten Münze, würde ich jetzt ich spring hier beinahe tot für die erste rote Münze, sondern nämlich hier, denn dann könntest du jetzt mit Metallkappe easy rauflaufen, während es geschafft, während es spuckt und die ganz easy die rote Münze schnappt. Aber ich kann das auch ohne mit der Fähigkeit, wie ich da bekomme. Aber die meisten werden es eh wissen, also egal. Wieso sammle ich hier keine 100 Münzen? Man kann, glaube ich, soweit ich weiß, nicht in Bowser Level 100... gibt es keine 100 Münzen? Und sind auch viel zu wenige, glaube ich, dafür da. Ich habe es nicht richtig versucht. Ja. Nein! Verdammt! Nein! Verdammt. Jetzt darf ich nochmal alles nochmal von vorne machen. Das ist sowas von toll. Das finde ich jetzt aber echt cool. Dass ich da gestorben bin, aber ich habe es ja auch gekonnt mal wieder geschafft schon. So. So. Autsch. Immer passiert mir was. Irgendwie habe ich gerade gedacht, ich springe zu weit. Ja. Ich glaube, das könnte fast sogar hinkommen mit fast, ich glaube, so an die 50 oder mehr geht's aber auch nicht. Okay,
Ich spring genau auf die rote Münze. Das ist echt geil. Jetzt bin ich aber sehr zimpelig, was das angeht hier mit den Zack. Okay, war doch leichter als getan. Nein, nicht reinspringen, denn ich will mein Sternfeuer. Und jetzt kann ich da rein. Was erwartet mich hier? Tiamaro, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch nicht bald sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu parken und zu werfen. Du musst schon ein wahrer Held kommen, keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause zu und reparierst wieder kaputte Röhre, als dich mit mir zu messen. Ja, er hat uns gleichzeitig auch seine Schwachstelle verraten. Typische Bösewichte. Also, hinten parken am Schweif. Drehen und mit Glück schmeißen und hoffen, dass er irgendwo gegen fällt. Ja, das nenne ich mal Fail. Ja. So. So, lieber Bowser. Bang! Ja! Offensichtlich war ich ein wenig unachtsam, aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Porsterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen weiteren Stern erlangst wirst. Unser nächstes Treffen wird ein anderer Sieger haben, bestimmt. Wenn du meinst. Yeah! Schlüssel! Und Geheimstern. Yay. So, wo führt mich das hin? Das zeige ich euch. Nach unten in den Keller führt uns das. Zack. Zack. Kann ich mit dem Schlüssel auch oben die Tür öffnen? Nein. Dafür gibt es leider die Tür, die wir auch schon öffnen könnten, aber noch nicht tun. Denn... Ach ja, da... Wo bist du? Da bist du. Komm her! Denn hier sind unsere nächsten Level, die wir abschließen werden. Denn hier haben wir das Wüstenlevel, das Lava-Level und Grotte, genau. Ja, Hasen gefangen. Gut. Ja, da hat er etwas gehabt zu sprechen, aber er hat es außerdem weggedrückt. Ich bin doof. So, 39. Einen weiteren geheimen Stern. Natürlich speichern. So, was will ich denn jetzt noch machen in diesem Park? Das zeige ich euch jetzt. Bevor ich... Denn was kann ich hier machen? Das zeige ich euch jetzt. Zack. Und zack. Was passiert? Den Tipp haben wir schon bekommen, meine ich. Dass im Untergeschoss von Peach etwas versteckt ist. Ja. Denn das Wasser im Burgkram ist abgelaufen. Und hier haben wir was Feines. Liebig, herzlich willkommen. In diesem Kurz kannst du den blauen Schalter entdecken. Löst du hinaus, kannst du in allen blauen Böcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen.
Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände gehen und Gegnern ungesehen ausweichen. So, das macht nämlich der blaue Schalter. Ja, sehr nützlich, das Ganze. Aber wie auch schon bei der roten Kappe gibt's wieder rote Münzen zu sammeln. Und dann One-Up. So. Okay. Hier ist kein weiteres Leben mehr. Hier ist wieder eine weitere Tarnkappe, wenn ich die den Ausrufezeichen schon aktiviert hätte, habe ich aber nicht. Also muss ich weiter. Ohne Tarnkappe. Uhu. Ja, das ist schön. Puh. Ja, jetzt wird's schwer. Jetzt kommt die Stelle, die ich so gar nicht mag in dem Level. So, so. Was? Wieso? So, Entschuldigung, wenn das jetzt Mario kurz angehalten wurde, aber ich weiß selber nicht. Ich habe nichts gedrückt, nichts, das dazu sprechen würde, dass es sich eigentlich aufhalten sollte. Ja, okay. So, da ist eine weitere Münze. Wo ist meine letzte? Ah, da. Okay. Und? Flupp. Du hast den blauen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen. Und Unsichtbarkeit erlangen. Jeder blaue Block befindet sich einer dieser Münzen. Ja, ich möchte speichern. Aber da ich, wie gesagt, einen blauen Block habe. Ich kann jetzt durch bestimmte Gegenstände durch und kann mir meinen 40. Stern holen. Ist das nicht ist das nicht schön? Ich meine, wir haben nun schon 40 Sterne. Warte, 40. Wenn wir 60 erreicht haben, haben wir die Hälfte. Also gehen wir wieder rein. So, wupp, wupp, wupp. So. Zack. Wupp. So, da wir die Tarnkappe nun haben, machen wir Kurs 5 zu Ende. Wir haben die Tarnkappe erlangt, also machen wir Kurs 5 zu Ende. Das ist cool, das ist geil. Ja, come on. Was steht da? Was muss ich finden? Ich finde das Auge im Geheimraum. Okay. Nichts leichteres als das. Denn das Auge ist eigentlich, wie gesagt, den Geheimraum haben wir quasi gesehen. Bloß, es ist nur möglich mit der Tarnkappe. Dies wird jetzt auch um einiges schwer. Denn die Tarnkappe ist genauso wie die Flugmütze nur begrenzt möglich. Das heißt, ich muss hier quasi gleich sowas von rennen. Hoffen, dass ich einen präzisen Sprung hinbekomme.
das mir sogar gelingt, gleich beim ersten Versuch. Denn hinter dieser Wand ist der geheime Raum. Und? Yeah! Stern! 41! Das ist echt Brami. Ja, Bramisigo. Echt bravo. Denn so haben wir auch kurz 5 abgeschlossen zu 100%. Yeah, das ist cool. Mir fällt gerade noch was ein, was ich jetzt vorher noch machen muss. Das ist nicht gut. Achte auf deine Mütze. Solltest du sie verlieren, wirst du durch den Treffer schwerer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen gehalten. Rette so schnell wie möglich. Bowser Schergen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Aber es ist mir gelungen, ihnen diesen Stern abzujagen. Viel Glück. Ein Tod jagt Bowsers Handlanger einen Stern ab. Jetzt ist die Frage, wie realistisch ist das? Aber naja, ja, ich möchte speichern. So, 42 Sterne. Komm, fangen wir noch die nächste Welt an. Fangen wir mit meiner Hasswelt an. Also, Lava-Welt. Ziehen, da fehlt was. Aber werfe Big Bully in die Lava. Nichts leichteres als das. Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Sonst steigt die Temperatur. Nett gesagt, würde ich mal sagen. Au. Dass Mario nicht stirbt, wenn er in die Lava fällt. Das ist wohl die Power des Klempners. Ich werde dich besiegen, Big Bully. Genau. Puh. 43 Sterne. Und somit beende ich diesen Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und schaltet doch wieder ein, wenn es heißt Let's Play Super Mario 64. Euer Sekuso. Ciao, Leute.